So, wir machen weiter mit The Tribe Must Survive mit dem neuen Steinzeit City Builder. Euch allen viel Vergnügen. Das nächste Event, das gerade kommt. Sich windende Wunden. Was? Fulnum Roravruz. Was? Sieht zutiefst erschüttert aus. Seine Hände zittern. Sein Blick ist ständig gen Boden gerichtet. Als wir ihn zur Rede stellen, zeigt er uns zögerlich seinen Rücken. Es übersät mit Wunden, die feine Muster und Figuren bilden. Und wird schnell klar, dass es sich dabei um eine Karte der Außenwelt mit den Wegen durch die Wildnis und den Standorten von Ruinen handelt. So sehr wir uns ihn auch drängen, Fulnum Roravruz will nicht sagen, woher sie stammen. Die Verletzungen heilen rasend schnell, wodurch manche Wege schon verschwunden sind. Wir beeilen uns, um so viel wie möglich abzuzeichnen, aber wir können nicht alles aufnehmen. Ist das der Typ, der am Anfang verschwunden war, Leute? Ganz am Anfang der Partie, da war doch einer von den Schatten geschnappt worden und war im Dunkeln verschwunden, weil ich das Feuer nicht schnell genug angemacht hatte. War das wohl Fulnum Roravruz? Ich weiß es nicht mehr. Wisst ihr das? Entweder malen wir die Wege durch die Wildnis ab oder die zu den Ruinen. Zwei Vorteile. Entweder wir können mehr Relikte finden auf Expeditionen. Irgendwelche coolen Bonusse, die wir nutzen können für was auch immer. Oder Expeditionen gehen schneller. Ich will das Spektakel. Ich will die Relikte haben. Da ist es ein gewisser Zufallseffekt. Man weiß nicht, ob es hilft oder ob es nicht hilft, aber finde ich spannender, als dass alles nur schneller geht. Wir machen zwei. Wir werden zu Reliktjägern, ihr und ich. Ja, das ist spannender, finde ich auch. Da war da 7 Uhr morgens, Feuer, stell wieder eins runter. Holz hat dramatisch nachgelassen, Nahrung nimmt langsam zu. Expedition kommt gleich zurück, kann dann auch wieder arbeiten. Wir haben absurd viele Steine. Das können wir auch mal schließen hier. Haben wir genug andere Sachen, wo die dann arbeiten. Also dieser Damm zu bauen, das war, glaube ich, Verschwendung. Wir gucken uns mal die Jagdhütten an. Gibt es eine Übersicht aller unserer Gebäude? Das ist Forschung, das kommt später. Nee. Vielleicht bei der Stamm? Auch noch nicht. Unzufriedenheit ist gewachsen. Angst geht so. Wir können die Häuser nicht durchschalten. Die müssen wir uns einzeln aufsuchen hier. Holzverlöten-Check. Steingrube ist lahmgelegt. Alles okay. Zelte reichen noch knapp aus. Feuer ist auch okay. Nahrungslager ist da, Vorratsplatz. Die Dämme, die hätten wir auch weglassen können. Die Kultstätte wird nicht benutzt, weil wir noch keine Pilze haben. Der Entdeckerhochsitz. Da ist keiner. Schicken wir den von der Kultstätte hier hin. Es ist vermutlich die Voraussetzung dafür, damit wir gleich nochmal eine Expedition machen können. Weil wir gerade gemerkt haben, und es ist hier befüllt war, konnte die Expedition, nachdem die gestartet war, durchgeführt werden erstmal. Wir könnten beim Holz, damit die Wege länger werden, die Holzstätten abreißen und die weiter nach außen hin. Nacht ist schon wieder da, ne? Stufe 2. Boah, der lange Ärmchen. Das ist Gaius. Liebe Grüße an Gaius. Gaius hilft mit. Hat uns mittlerweile besucht. Ist hier auch unterwegs. Und ist als Jäger unterwegs. Tapferer Mann. Ein Hurra auf Gaius. Zwei Tage eine Sonnenfinsternis. Immer auf höherer Geschwindigkeit.
beginnt die Sonnenfinsternis. Die Sonne kommt nicht mehr hervor dann. Bereite dich auf finstere Zeiten vor, sonst verschlingen die Schatten den Stamm. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Holz dann, ne? So, noch schnell ein bisschen Holz auf Vorrat sammeln. Ja? Noch eine Holzfällehütte? Hier ganz nach rechts hin. Dafür machen wir irgendwas anderes, legen wir dann lahm, ne? Den Entdecker, den können wir erstmal wieder lahmlegen. Spannend, ne? Tag 15, Stunde 14, Sonnenfinsternis, dann wahrscheinlich der nächste Akt. Ich gehe mal auf dreifache Spielgeschwindigkeit. Soll ein bisschen Nahrung sparen für die Sonnenfinsternis? Ein bisschen Nahrung, ein bisschen Feuerholz. Ich hätte schon tagsüber hier runterdrehen können. Jetzt gehen wir erstmal in der Nacht nochmal rauf auf eine Stufe weiter. Ah, die Leute sind nicht mehr in Panik. Doch, schon haben ein paar rote Augen hier. Vier Uhr, fünf Uhr morgens, Feuer bitte eins runter. Nahrhafte Nutzpflanzen. Der Bauer Gonum Regohelo, wer kennt ihn nicht, hat entdeckt, dass eine Pflanze auf dem Feld größere und süßere Maiskolben hervorbringt als alle anderen. Sie sollen als Nahrung dienen. Wir müssen hungrige Mäuler stopfen. Einmalig 50 Nahrung oder als Samen verwenden. Dann hat der ganze Stamm 10 Tage lang das Nahrungsbedürfnis stärker gestellt. Wir haben einen relativ kleinen Stamm. Ich glaube, mit der 50 Nahrung fahren wir mehr. Ich weiß nicht, wie viel wir pro Stamm 68 pro Stunde verbrauchen. Also an einem Tag produzieren wir ungefähr, verbrauchen wir wahrscheinlich auch ungefähr, sagen wir mal, 60. Ja? Was bedeutet das dann? Minus 1, plus 1. Wir nehmen lieber mit, was wir kriegen können. Weil der Stamm ist noch nicht so groß hier. Die Sonnenfinsternis naht. Kann mir einer mal zurufen, wie teuer das Spiel gerade aus Steam ist und wie hoch der prozentuale Anteil der positiven Rezensionen ist? Würde mich sehr interessieren. Ich habe das heute so ein bisschen mal verfolgt. Aber ich kenne nicht die neueste Datenlage. 15,99 € auf Steam und 100% positive Bewertung. Das ist relativ positiv, oder? Krass. Es kommt wieder die Nacht. Und gleich kommt die Sonnenfinsternis, Leute. Da ist sie. Die Sonne ist verschwunden. Ein seltsamer Nebel zieht um uns herum. Das Licht des Feuers beschützt uns, aber in der Finsternis wartet etwas nur darauf, dass unsere Flamme erstickt. Alle haben mehr Angst. Sonnenlicht ist weniger. Und wenn wir in den Schatten sterben, dann auf jeden Fall und nicht nur eventuell. Einmal stoppen, einmal Feuer auf, oh Gott, 24 pro Stunde. Wie lange läuft die Sonnenfinsternis? Oh, die Sonnenfinsternis läuft 3 Tage lang. 3 Tage lang. 8 Holz kriegen wir nicht durchgezogen. Im Augenblick sind wir in der Nacht. 8 Holz pro Stunde reicht nicht aus. Schaffen wir nicht. Wir können mal Tag und Nacht auf 4 Stunden durchlaufen lassen. Wir können vielleicht ein paar Außen, so Sachen, die ganz weit draußen sind, stilllegen. Das können wir machen. Jagdhütten stilllegen und so. Sollen wir das machen? Da rennen die Leute weit draußen rum. Alle Jagdhütten stilllegen. Oh, Bauernhütte. Bauernhütte war auch weiter draußen. Auch stilllegen.
Neckarhochsitz stilllegen. Kultstätte kann man nicht stilllegen, brauchen wir nicht. Feuer läuft. Zelt läuft auch. Halsflöten laufen weiter. Steingrube ist schon pausiert. Die Akte pausiert. Alles okay. Jetzt mal hoffen, dass das hilft, Leute. Ich mach mal kurz auf Stufe viel verbrauchen. Weil die haben echt Angst jetzt, ne? Oh, beginne ein Sonnenritual, um die Angst im Stamm für eine Weile zu lindern. Wir haben 85 Einfluss. Sollen wir das machen? Ja, ne? Das schlappste Sonnenritual aller Zeiten. Da habe ich ja mehr Alf. Das war's schon. Zwei sind im Dunkeln. Aber wer? Wo? Warum? Leute, geht doch bitte schlafen. Feuerholz ist nur bei 184. Ich bin mir nicht sicher. Verbrauch 100 in den letzten 24 Stunden. Können wir alles weiter durchlaufen lassen? Tag und Nacht auf der Stufe 3? Kriegen wir das hin? 8 pro Stunde runter? Wir haben Stunde 9 und es wird nicht hell. Wir haben ja die Sonnenfinsternis. Ich glaube, wir müssen das durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ja, und die arme Shai ist immer noch auf der Expedition mit ihrer kleinen Schwester und allen ganz alleine. Machen. Noch ein Ritual? Wie hoch ist die Angst denn? Ach, die nur bei 16. Lass uns mal den Überblick anzeigen von allen. Eventuell ist das sogar ein Vorteil. Wir können nur in der Sonnenfinsternis das Ritual durchführen. Vielleicht machen die Leute sogar relativ fit gerade. Schaut mal, die hatten noch seit langer Zeit nicht mehr so wenig Angst. Die Sonnenfinsternis kann ein Vorteil für uns sein. Die haben drastisch Angst verloren hier. Oh, aber sie nimmt jetzt auch wieder zu. Die hat einmalig einen Batzen runter. Wir müssen das immer wieder beobachten hier. Beobachtet mal mit mir das Holz. Ich glaube, das reicht nicht aus. Sollen wir das durchlaufen lassen, das Holz? Oh. Wir müssen eins runtergehen. Kleine Leuchtfeuer bauen. Wir können, glaube ich, nur ein Leuchtfeuer überhaupt bauen, ne? Außenpostenfeuer. Muss in der Außenposte errichtet werden. Geht nicht. Leuchtfeuer. 20 Steine. Sollen wir das machen? Das ist eine gute Idee. Da, wo viele Leute unterwegs sind. Verbraucht das Holz? Verbraucht auch Holz, aber nicht viel. Das ist hilfreich. Hier waren viele Leute. Das war eine gute Idee. Kam von Victory, danke dir. Nacht. So, und noch eins hinstellen, kann man ja nachher wieder entfernen, oder?
bekommt man ein bisschen Steine zurück. Steine haben wir. Bevor die Leute hier noch mehr durchdrehen. Noch ein kleines hier unten hin. Ich hoffe, der Wald wird jetzt nicht abgefackelt. Bitte, ich will nicht, dass ich den Wald jetzt in Brand setze. Wir müssen dann noch vor den Wald abhaken, bevor wir ihn danach verbrennen. Der soll nicht jetzt schon verbrennen, der soll nachher brennen. Liebe Leute, habe ich jetzt für einen Waldbrand gesorgt hier? Nicht, ne? Scheint alles gut zu gehen. Wie sieht's mit der Angst aus bei den Leuten? Geht's so? Sie steigt wieder an. Wir könnten nochmal das Ritual durchführen. Sollen wir das? Wir machen nochmal ein Ritual, Leute. Aber sie arbeiten nicht in der Zeit. Da können wir aber auch in der Zeit das Leuchtfeuer mal ausmachen. Und wenn die alle direkt neben dem Feuer sind, reicht die Stufe ja auch. Die tanzen anders als eben, ne? Sie haben andere Tänze. So, und jetzt müssen wir dann dass du die Feuer hier bitte wieder an... Wenn ich die finde. Wenn ich die finde, knipse ich die wieder an. Ich finde da nicht mal die Feuer wieder. Da ist einer. War ja noch einer irgendwo. Ja, ne? Ich, Leute, es ist so dunkel. Ich finde da nicht mal das Leuchtfeuer wieder. Einzige Möglichkeit ist zu finden. Wie groß Angst hat massiv nachgelassen. Nur bei unserer Expedition nicht. Die sind immer nur unterwegs. Ah, das ist gut. Massiv nachgelassen. Holz wird immer knapper. Sonnenfinsternis ist bald vorbei. Ich muss eins runtergehen mit dem Holz. Aber Hauptsache, die laufen nicht ganz im Dunkeln rum. Verschwinden hier im Dunkeln. Das ist mega gruselig, ne? Nur 2D-Grafiken, aber mega gruselig. Sonnenfinsternis ist fast vorbei, Leute. Angst geht so. Wir könnten sogar die verbleibende Sonnenfinsternis nutzen, um nochmal ein Ritual zu machen. Wir haben ja genug Einfluss. Das ist nur die Frage, wofür wir den nachher noch brauchen. Was wegbauen, Wildhawk? Achso, noch eins hier oben hinbauen. Ja, und das Holz geht ja schon dramatisch alle. Wir müssen die Feuer gleich auf. Ich kann nur hoffen, Stunde 14, gleich fängt wieder eine Nacht an. Aber eine normale Nacht. Holz ist fast alle. Man braucht echt... Holz ist gleich alle vor Anbruch der Nacht. Stunde 16. Stunde 17. Sonnenfinsternis sollte jetzt vorbei sein, oder? Wir haben kein Holz mehr. Die Expedition. Jetzt kommen Shari und ihre Schwester zurück. Willkommen zurück. Sie ist sogar lebend zurückgekehrt, hat neue Gebiete erkundet und was mitgebracht. Was denn? Außer sehr viel Angst. Sieh dir die Beute der Expedition an. Verschiebe sie zum Vorratsplatz. Wow, schaut euch das mal an. So viel Beute haben wir gemacht. Das hat sich ja dermaßen gelohnt. Schaut euch mal die dicke Beute an, die wir bekommen haben. Seht ihr die auch? Edelsteine, Juwelen, Karten, Schätze. Des Kaisers neue Kleider. Ihr müsst genau hingucken, dann könnt ihr das auch sehen. Bienenfleißig, Schein.
Sag mal, ganz schei, hast du vielleicht jede Menge Drogen nur erbeutet und die zwischendurch weggepafft? Nichts, Schei, nichts. Was hast du denn getan, Schei? Du, deine kleine Schwester und das Rest des Teams, ihr habt nichts, nichts, aber davon eine Menge mitgebracht, ja. Fügen wir den Vorratsplatz hinzu. Geht die Sonnenfinsternis vorbei? Ja, ne? Da. Das haben wir alle schon freigeschaltet hier oben. Intal. 25%. Sonnenfinsternis ist fast vorbei. 1 von 16? Was bedeutet denn 1 von 16? Holz nur noch. Die Sonnenfinsternis ist vorbei. Halleluja, ein neuer Morgen wartet. Als sich der Nebel um uns herum auflöst, sehen wir endlich das Mondlicht, das die Dunkelheit durchbricht. Die lange Nacht ist zu Ende, aber doch draußen lauern weiterhin furchterregende Geschöpfe. Wir müssen uns auf das Kommende vorbereiten. Akt 2, Fortschritt. Auch wenn wir die Sonnenfinsternis überlebt haben, wurde uns bald klar, dass wir auf dem bisherigen Weg nicht weiterkommen würden. Es reicht nicht, dass wir gerade so unsere Grundbedürfnisse decken. Überleben ist Fortschritt. Stillstand führt ins Verderben. Jetzt können wir endlich die Werkstatt bauen für Forschungspunkte. Haben in diesem Akt einen offenen Geist. Spirituelle Entwicklung wird geholfen. Preis der Effizienz. Haben Schwierigkeiten, miteinander klarzukommen, sozial. Inspiration, Verbesserungskosten, also irgendwas zu verbessern, ist billiger. Wir haben allerdings auch Zweifel bei der Spiritualität. Rohstoffe für den Aufbau, Baukosten gesunken, wenn man irgendwas baut. Früchte der Arbeit, die Bauernhütte ist produktiver. Okay. Hier, neu die Werkstatt, klasse. Jetzt warten wir erstmal ab. Wir haben Mitternacht. Leute, wir haben nur noch 7 Holz. Das Feuer geht gleich aus. Scheibenkleister. Zwei Holz nur noch. Nein, Leute, Stunde 3. Es ist noch 4 Stunden lang dunkel. Alle sind im Dunkeln. Der erste wurde entführt von den Schatten. Wir haben kein Holz mehr. Auf den letzten Metern haben wir doch noch einen an die Schatten verloren. Scheibenkleister. Scheibenkleister auf den letzten Metern. Einen noch verloren. Nahrung ist genug da. Wie viele Leute haben nichts zu tun? 5. Wir bauen. Wir müssen ganz schnell ganz viel Holz bekommen. Das Blöde ist, wir können eine Holzfällerhütte bauen, nur mit noch mehr Holz. Und das haben wir nicht. Das gibt's doch nicht. Wir brauchen 5 Holz, um eine Holzfällerhütte zu bauen. Das darf doch nicht wahr sein. Sind alle Holzfällerhütten wenigstens besetzt? Ja. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo wir, bei dem ich so viele Holzfällerhütten gehabt hätte. Oh Mann. 28 Holz. Soll man noch eine Holzfällerhütte uns leisten oder meint ihr, boah, ist das weit weg hier? Die ganzen Wälder sind verschwunden. Das sind die Jagdhütten. Leute, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Hier war alles Wald. Aller Wald ist weg. Förster gibt's nicht. Kann man einen Förster später freischalten? Ich glaube nicht. Leute, was machen wir? Wir müssten... Wir könnten eine Holzfällerhütte abreißen, bekommen geringfügig was zurück. Hier noch eine umbauen. Das sind Holzfällerhütten, die gar keinen Sinn machen hier.
sind einfach zu weit weg. Die macht auch gar keinen Sinn mehr. Die sind auch zu weit weg. Sind alle zu weit weg. Die geht vielleicht noch. Jetzt brauchen wir ein paar neue. Also es ist, leider müssen wir die weit ab vom Feuer hinbauen. Anders geht's nicht. Hier scheint ein größerer Wald zu sein. Einmal hier hin. Eine Holzflöte hier. Hier an den Rand. Und eine weitere noch. Hier oben rein. Mit Shift-Taste kann man, glaube ich, mehrere bauen. Ja. Shift-Taste gedrückt halten. Eine ganz weit hier oben hin. Hier ist wenigstens ein bisschen Feuer. Vier Stück hier. Die Jagdhütten wieder anschmeißen. Wie viele Leute haben nichts zu tun? Fünf. Bauernhütte wieder anschmeißen. Zwei Leute haben nichts zu tun. Steingruben können wir auch mal wieder anschmeißen. Wir könnten auch noch mal Holz, noch mehr Holzfällerhütten. Zwei weitere. Da kommt schon wieder die Nacht rein. Jetzt das Feuer bitte anmachen. Auf Stufe 1 mit 30. Zwei Holz pro Stunde. Die Nacht dauert 7 Stunden, 7 mal 2 sind 14. So wären es 28. Können wir machen. Holzhütten abreißen. Andere. Da sind wir wieder bei plus minus 0 hier. Boah, das ist echt episch gruselig. Werkstatt müssen wir gleich bauen. Da brauchen wir erstmal Unmengen an Holz. Ich würde gerne weitere Expeditionen starten. Jetzt haben wir 8 Uhr morgens, Feuerradius einmal einschränken, Feuer sogar ausmachen, anders geht's nicht. Denn auch nur Holzfällerhütte. Zwei Leute haben nichts zu tun. Der Wald ist fast alle. Hier erscheinen ja mehrere möglich zu sein, ne? Noch eine hierhin. Wie tief das geht, wissen wir nicht. Eine können wir hier oben hinsetzen. Zwei Holzhütte neben den Zelten abreißen. Die beiden hier? Ja, die können wir abreißen. Danke dir. Guter Tipp. So, haben wieder zwei Leute nichts zu tun. Und wir könnten nochmal in Holz investieren oder wir investieren jetzt demnächst in das Forschungsgebäude, in die Werkstatt. Da brauchen wir erstmal 72 Holz und 63 Steine. Wir gucken mal, dass wir den Rest der Steine bergen. Können wir mit den Punkten, die wir bekommen haben, kann man hier Einflusspunkte investieren? 50, Diener des Hirten. Sind das Einflusspunkte? 58? Nee, ne? Spirituelle Entwicklung gelb. Gelbe Arznei bei den Ritualen einnehmen. Okay, das können wir noch nicht. Und Philosophien, was braucht man dafür? Welche Ressource? Bin bei 00. Vielleicht verteilt sich das durch
Events, ich weiß es nicht. Nacht beginnt, Fina. Kleines Feuer. Wie groß ist die Angst? Geht eigentlich. Nur bei den Expeditionsteilnehmern relativ hoch. Lass es mal mit dem kleinen Feuer hier. Wir machen dann gleich bei der neuen Nacht weiter mit der Werkstatt.